Geil, 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 Mann. Was für ein geiler Film. UFOs, Außerirdische und jede Menge Aliens. Absolut Hammer. Ey, Lenny, das ist doch dasselbe Alien und Außerirdische. Ach, Quatsch, Mann. Da hast du nicht aufgepasst, Mark. Die einen leben unter uns und die anderen, die sind unter uns. Also unter mir wohnt nur Luise Müller und der Hermann Weiden. Nee, unter mir wohnt keiner. Also wir brauchen ja im Grunde keine Angst haben, wa? Haha, aber unter Werner, da wohnt jemand. Stimmt, auch wo wir gerade bei Werner sind. Mann, der war auch eben bis zum halben Film noch neben mir. Und dann ist er irgendwie abgehauen. Nach dem achten Jägermeister war Werner definitiv weg. Jetzt fällt's mir wieder ein. Ba, 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 ba. Werner, was machst du mit deinem Gebüsch vom Kinoparkplatz? Ba, 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 ba. Was? Die Außerirdischen sind unter uns? Und nur du kannst sie mit deiner UFO-Brille erkennen? Werner, erstens ist das absolut keine UFO-Brille. Ganz genau, ich glaube, Lenny und Icke, wir sind uns absolut ins Einige, ey. Du hast absolut zu viel getrunken. Mann, nimm dir doch mal ein Beispiel an uns beiden. Genau, wir können so einen Film auch fast ohne Alkohol genießen. Aber nein, Herr Werner muss es wieder übertreiben und versteckt sich nun hinter dem Zaun des Kinoparkplatzes im Gebüsch und jagt Außerirdische. Ba, 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 ba. Schon klar, dass du keine jagst, sondern dich versteckst, aber du Werner, du solltest absolutens mal das Ufer wechseln. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Was hat der Werner getrunken, Mann? Der ist so stur. Ich weiß es nicht. Der hat sich sicher in die Hose gepisst. Ba, 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 ba. Was? Seitdem du die Brille hast, kannst du alles ganz genau sehen? Mann, Werner, hast du schon mal früher daran gedacht, dir eine Brille zu besorgen? Ich meine, eventuell hätte dir das einige Schmerzen erspart und ein paar Operationen. So sieht das nämlich aus, Alter. Eventuell hat Werner ja schon immer eine Sehschwäche gehabt. Ja, und wir Deppen haben uns umsonst immer die Schuld an seinen Unfällen gegeben. Wisst ihr was? Ey, das sollten wir absolut ins Testen. Ich hab eine Idee. Ey, lasst uns mal alle drei an die Autobahn gehen. Und wenn Werner nun durch seine neue Brille echt besser sehen kann, dann sollte der doch auch wieder alleine über die Straße gehen können. Ba, 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 ba. Ja, ja, da hat Werner ausnahmsweise mal recht. Da sollen wir die Autobahn nicht nehmen, sondern die Straße an der Schenke. Da ist doch immer viel los. Na, dann nix wie los. 20 Minuten später. So, da sind wir. Alles bereit, Werner? Hast du deine neue Brille auch bereit? Ba, 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 ba. Irgendwie sieht die komisch aus, die Brille. Ich kann mir nicht helfen. Ba, 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 ba. Ach man, Werner, hör auf zu spinnen. Du kannst damit keine Außerirdischen sehen. Das Einzige, was du siehst, ist, wie Icke und Moat normal aussehen. Davor hast du mich und Moat sicher immer total verschoben gesehen. Naja, nach 3 Flaschen Jägermeister sehe ich dich auch manchmal sehr verschoben, Lenny. Aber so hat uns Werner wohl auch immer gesehen, als er auch schon nüchtern war. Ganz genau, und aus dem Grund hat er sich immer die Rübe zugeschüttet. Das ist der Ausgleich. Eventuell hat sich der ein oder andere bei ihm verschoben. Ganz genau, und somit konnte er ab einem gewissen Promillegehalt wieder ganz klar sehen. Das ist ja echt heftig. Moat, ich merke immer wieder, dass du eindeutig studiert hast. Solche brillanten Schlüsse können nur von einem Studenten kommen. Aber die Grundidee, die kam doch von dir, Lenny. Das finde ich toll, dass du meine Intelligenz endlich anerkennst. Wie dem auch sei. Werner, bist du bereit? Kannst du losgehen? Ba, 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 ba. Na dann los, wir warten hier drüben auf dich, Alter. Mach hin, ey. Je schneller das hier vorbei ist, je schneller können wir was trinken gehen. Das sieht gar nicht übel aus. Sehe ich genauso. Also hin ist er ja ganz gut gekommen, ne? Autos hat er alle gesehen und nun muss er halt nur noch wieder rüber zu uns kommen. Los, ey, lass mal schnell hin, ey, das sah echt übel aus. Ey, Werner klebt voll im Kühlergrill vom LKW. Werner, alles klar. Die Brille? Die scheint ihm nicht die erhoffte Sicht gegeben zu haben. Aber ey, ich schau mir das mal ganz genau an. Die Brille liegt da vorne, ich bin gleich wieder da. Werner, geht's dir gut, Werner, alles klar? Naja, so toll siehst du gerade nicht aus. Klebst mit der linken Gesichtshälfte im Kühlergrill vom LKW und der Fahrer ist wohl im Schock. Der rennt da vorne rum und schreit irgendwas Seltsames. Ich wusste es, Lenny, ey. Das ist keine besondere Brille, das ist einfach nur eine 3D-Brille. Soll das heißen, der Film, den wir uns im Autokino angesehen haben, war in 3D? Ja, soll es. Also, besser sehen kannst du mit dem Ding nur die UFO-Filmchen. Also als wäre das Sichtweise nicht anders gewesen. Nicht eben, sondern nur bei Filmen, bei 3D-Filmen. Frag mich mal nur, warum der Aliens gesehen hat und so. Na riech doch mal an Werner. Der riecht doch wie ein Brauereipferd. Stimmt, der war schon wieder hackedicht. Mann, was machen wir denn nu? Na, wir gehen in die Schenke und trinken erstmal was und naja. Ja und Werner? Bin ich Gott? Kann ich hell sehen? Ba, 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 ba. Hey, ganz genau so machen wir das, Wernerchen. Wir gehen in die Schenke und rufen von da drinnen den Notarzt an. Der wird dich dann abholen. Ganz genau, das war's. Also, auf geht's.